Also der Artikel 13 ist beschlossen, die Verhandlungen wurden abgeschlossen. Der Upload-Filter kommt auf jeden Fall. Der Upload-Filter kommt auf jeden Fall, Standpunkt jetzt. Ja. Dazu noch, gestern ist auf jeden Fall nach der Verhandlung direkt nie wieder CDU auf Platz 1 der Hashtags in Twitter gechartet. Wer sich darüber mehr informieren möchte, einfach hier auf YouTube den Herr Newstime abonnieren und seine Videos anschauen. Der ist da immer auf dem Laufenden, hat auch viele Interviews mit Abgeordneten, unter anderem hier mit der Julia Reda. Das Video kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir hören mal kurz rein. Begrüße dich, Julia. Moin. Hallo. So, dann erzähl mal. Also gestern war die Trilog-Sitzung. Erstmal vorneweg, wie ist das Ganze ausgegangen für die Zuschauer, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben? Ja, also eigentlich ist es absurd, dass wir wirklich Stunden und Tage lang diese Woche noch verhandelt haben. Und das Endergebnis ist, dass wir den Deal, den Deutschland und Frankreich letzte Woche untereinander ausgemacht haben, mehr oder weniger ohne wesentliche Änderungen durchgewunken haben. Ich finde, das ist ja ein Armutszeugnis für das Parlament, das ja eigentlich die Stimme der Bürgerinnen und Bürger im europäischen Gesetzgebungsprozess sein soll. Aber das ist das Ergebnis. Also das heißt, Upload-Filter werden selbst für die kleinsten Plattformen verpflichtend, sobald sie älter als 3 Jahre alt sind. Und dazu gehören dann auch Diskussionsforen oder halt auch solche Plattformen wie Patreon, deren einziger Zweck es eigentlich ist, Urheber zu bezahlen. Also völlig absurd. Also auf jeden Fall, der Artikel 13 wurde beschlossen und vor allem die kleinen YouTuber leiden darunter, denn es wird strenger nach Copyrights gesucht, gefiltert und natürlich aussortiert. Und ja, unter anderem hat hier noch Tanzverbot aufgerufen, sich zu wehren. Ist auf jeden Fall ein richtiges Vorbild für alle großen YouTuber da draußen, der mit seiner Reichweite hier 800 Abonnenten für Aufmerksamkeit sorgt und dass sich natürlich der ein oder andere dagegen auch wehren sollte. Und dementsprechend gibt es noch eine letzte Verhandlung, die findet ungefähr im April statt. Ich glaube am 23.03., also vorm April, wenn ich mich da nicht irre. Könnt mich gerne aufklären, schreibt es einfach in die Kommentare und wenn euch das unfassbar schlechte Video heute gefallen hat, dann würde ich sagen, abonniert mich und folgt mir auf Instagram. Peace. Wie gesagt, wenn euch das unfassbar schlechte Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, folgt mir auf Instagram und wir sehen uns im nächsten Video. Peace, Leute.